Guten Morgen. Wir haben jetzt hier auf unserem Platz den Hundelef. Lecker gefrühstückt, soweit alles zusammengepackt. Nur die Taschen müssen jetzt noch aufs Fahrrad und dann gehen wir gleich einkaufen. Hier gibt es einen Laden direkt um die Ecke und dann gibt es wohl in nicht allzu weiter Entfernung einen Leuchtturm, der von der Düne gleich so aufgegessen wird. Den schauen wir uns dann mal in Ruhe an, bevor es dann weitergeht. Ganz entspannt in den Tag starten. Das ist jetzt 8:30, glaube ich. Wir sind wieder unterwegs. Kurz vor 10. Erstmal wieder auf die Route. Und dann gehen wir uns mal diesen Leuchtturm anschauen, bevor wir dann vielleicht heute Skagen erreichen werden. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen vom Wetter hier ab. Noch ist es super heiß. Aber das soll jetzt die nächsten Tage und vielleicht auch heute schon anfangen zu regnen. Und höchstwahrscheinlich dann auch bis zum Ende unserer Reise so bleiben. Wir haben jetzt heute, was haben wir denn überhaupt? Sonntag? Ja, genau. Und wir müssten so, ja, wäre schon ganz schön, wenn wir nächsten Freitag, spätestens Samstag, Sonntag wieder zu Hause sind. Um dann Montag wieder arbeiten zu können. Ja, mal schauen. Gleich geht's von der Hauptstraße ab. Auf dem Schotterweg und dann Richtung Leuchtturm, 1,2 Kilometer. Sonne brennt mal wieder. Aber Sonnenbrand haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, also alles super. Ist auch gut. Röckchentag. Besser als wenn es so knallt. Jetzt müssen wir hochlatschen. Ne? Ja, Schuhe danach wieder ausleeren. Schon krass hier. Der Leuchtturm war wohl mal zu Beginn, als er so um 1900 gebaut wurde, 200 Meter vom Meer entfernt. Aber wie man hinter mir sieht, ist das schon ein bisschen her. Also hier wird wahrscheinlich jedes Jahr brechen ja mehrere Meter weg. Aber ein cooler Platz. Aber die Treppe nach oben haben wir nicht, da ist ein Wanderer hochgelaufen. Das war so ein komisches Stahlgerippe. Auch so Lochblech ist man da gelaufen. Nicht so meins. Ist ein Reise wert, dieser Leuchtturm? Ja. Auch ein guter Blick von oben. Auch wenn man mit dem Fahrrad nicht ganz hierher kommt, aber... Ja, das ist ja... Okay. Alternativ kann man auch mit einem Traktor fahren. Für 40 Kronen. Ob es eine oder zwei Strecken sind, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich eine, ne? Und dann wieder zurück. Gut, aber eigentlich ganz angenehm. Jetzt sind wir aufgestanden, waren einkaufen, sind kurz gefahren und haben eine Sehenswürdigkeit gesehen, eine schöne. Und jetzt können wir uns auf die Tour machen.
Und dann gibt es bald die Schnecke. Und was hast du dir gekauft? Ja, Schokokroissant oder sowas. Mach mal gut. Wir dürfen drumherum fahren. Uns wurde doch flaches Land versprochen. Guck mal, so ein Zwiebelturm oben links. Aber wir haben eine kurze Badepause gemacht, auch nett. Ja, bevor es anfängt zu regnen. Ja, bevor wir hier die andere Seite des Nordens kommen. Da hinten sieht es echt schon komisch aus auf dem Meer. Pferdegeruch. Das schmeckt gut. Riecht gut. Hier geht der Radweg einfach durch das Haus durch. Mit Wasser. Ah. Irgendwo hier müssen wir ja sein. Es geht richtig ein bisschen Richtung Inland, bei 31,8 Grad. Da wird es direkt noch mal heißer hier zwischen den Feldern. Aber echt schön. Kurze Pause und weiter geht's. Halt. Thank you.
Hamster. Da gibt es zwei Shelter, ich glaube, eins ist belegt. Aber ich habe gerade geguckt, ob ich es buchen kann, das andere, weil das ist noch frei. Aber ich glaube, mit zwei Personen darf man das nicht buchen. So, für heute werden wir gleich mal Feierabend machen. Wir sind ziemlich fertig aufgrund des Wetters und vielleicht weil wir gestern ein bisschen zu viel gefahren sind. Ja, ich bin jetzt auch richtig platt. Wir sind jetzt ungefähr 50 Kilometer gefahren. Bei fast annähernd immer um die 30 Grad. Und es ist so schwül irgendwie. Da geht das richtig so an die Substanz. Ja, knapp hinter Hirtshals sind wir jetzt. Haben ein bisschen Shelter gefunden, aber noch nicht wirklich das Zelt aufgebaut. Wir müssen erstmal gucken, ob uns das hier zusagt, weil hier gerade richtig viel los war. Aber ich denke mal, es passt. Es gibt ein Klo, es ist im Wald, es wird wahrscheinlich nachts recht ruhig werden. Und es ist direkt am Wasser, da kann man bestimmt nochmal vorlaufen. Naja, schauen wir mal. Jetzt haben wir doch noch ein gutes Shelter. Es sind nur entspannte Leute da. Wir haben hier ein richtiges Shelter. Wir müssen nicht mit dem Zelt schlafen. Ja, am Ende wurde alles wieder super. Jetzt war ich gerade noch schön im Meer baden. Jetzt warten noch, bis die Sonne untergegangen ist, trinken vielleicht noch ein Bier. Und dann gehen wir langsam mal Richtung Übernachtungsplatz.